Moin, willkommen bei Watzing! Wir haben ein Special und einen Gast bei uns. Und zwar haben wir den irgendwo von der Straße aufgebuddelt. Nein, Spaß, das ist mein Bro, der Bastian. Und ja, den benötigen wir ganz dringend, um eine Runde Rock Science zu spielen. Rock Science, das ist das hier. Das ist ein wunderbares Quiz. Bei dem man sich furchtbar blamieren kann. Furchtbar blamieren kann. Definitiv. Zu Rock und Metal. Es ist teilweise ein bisschen rockiger als Metal, aber das werdet ihr gleich rausfinden. Man würfelt immer, dann hat man eine von sechs Kategorien, denn die Kategorien sind Song, Album, Rock's a Song, wo man einen Song gestikulieren und summen muss, und die anderen müssen es erraten, Rocker, 50-50 und Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Und es gibt auch noch drei Schwierigkeitsgrade. Das ist Poser, für die Luschen, Fan und Scientist. So, und je nachdem, ob man die richtig beantwortet, geht man Felder vor, 1 bis 3. Und wenn man einmal rum ist, hat einer gewonnen und geht in den Rock-Olymp. Und dabei genießt man ein kühles Gläschen Weißwein, Weil wir natürlich verständlich. Und was mein lieber Bruder vergessen hat, ist, dass die anderen, die eben nicht diese Frage beantworten müssen, natürlich, den anderen sehr schön versuchen einzuschätzen. Und zwar, weiß er es oder weiß er es nicht. Und dann darf man auch vorgehen. Das heißt, man kann am Leid der anderen verdienen. Finde ich gut. Gut. Ja, ja. Sadistisches Spiel. Ich fange an. Hier ist 1 zu 3. Das hier. Nein. Ja, und zwar fängt es an mit 5. Ja, das 50. ist hier. Zack, hat sich hier 50-50. 50-50 mit The Rolling Stones. Nimmst du Poser, Fan oder Scientist? Fan. Also müssen wir erstmal setzen, bevor wir lesen. Wir wollen nicht spoilern hier. 50-50, okay. Ich kann gar nicht von gut, Fan. Die Rolling Stones sollten 1969 beim Woodstock Festival spielen. Aber aufgrund von Organisationsproblemen gelangten sie nicht dorthin. Wahr oder falsch? Falsch. Ich habe ein Problem. Falsch. Das ist definitiv falsch. Sie waren nicht eingeladen. Erstens waren sie zu teuer. Zweitens hatte ihr damaliger Hit Street Fighting Man wenig mit Peace, Love und Understanding zu tun. Genau. Wunderbar. Ich auch jetzt. Ja, ich gehe 2 vor, weil das Fan war, und ihr geht einen vor, weil ihr mich richtig eingeschätzt habt. So sieht es aus. Und du bist dran. Ja, war auch eine easy Frage. Oh, ich hab den Becher vergessen. Das ist ein Becher. Song mit The Darkness! Ja. Oh, die hast du! Die Band ist, ja. Okay. Poser? Poser. Und die Antwort ist doch klar. Wie lautet der vollständige Titel dieses Hitsongs auf dem Debütalbum? I believe. Ist er? Ja! Yes! Deswegen wissen Poser immer alles. Ja. Oder auch wenig. Oh, ah ja. Sie muss rocken. Kniffel! Kniffel! 3! 4! Ich bin aber 50-50. 4. 50-50. Rocker zu The Clash. Poser. No, no. Johnny the Clash. Nenne eins der Originalmitglieder. Peter Clash, Wolfgang Clash. Ich kenne auch nur einen, muss ich sagen. Von The Clash? Von The Clash. Das sind doch Briten, oder? Also, ja, hallo, wir dürfen hier. Die heißen doch alle William. Oder was? Kannst du dein Glück versuchen? William Clash. William Clash. William Connor. Guter Versuch, aber nein. Nicht Hank Robinson. Also, ich hätte auch nur Joe Strummer hingekriegt. Wie heißt denn einer? Joe Strummer zum Beispiel, Mick Jones, Paul Simonen und Terry Charles. Ja, habt ihr beide No gesagt. Selbstverständlich mal No gesagt. Danke. Keiner kennt The Clash. Lachs liegt hinten. Lachsfarben liegt hinten. Die 5! Oh, ich hätte gerne 50-50. Da sind wir hier. Nicht Scientist. Das sind wir 50-50. 50-50 zu Jimi the fucking Hendrix. Scientist. Ich habe 3 Biografien gelesen. Habe ich für eine Studienarbeit gebraucht. Kein Witz. Hab die nicht nur gut gemacht. Der ist jetzt gerade so hier. Ja. Und wir sind nur Stahlbetonbauer oder so. Ja, wir trinken nur Wein. Tetrapack. Chess Chandler schlug Hendrix vor, die Schreibweise seines Vornamens offiziell zu Jimmy ändern zu lassen. Es war seine erste Handlung als Hendrix neuer Manager. Wahr oder falsch? Oh, Kacke. Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Falsch. Ist es wahr? Nein! Habe ich jetzt gesagt? Da er so cocky war,
Hey. Du hast No gesagt. Muss er bei Scientist natürlich 2 zurück. Ja, nur bei 50-50. Ja, ja, nur bei 50-50 sag ich. Und ja, du hast mich richtig eingeschätzt, du Pisser. Ganz genau. Ach, ich hab die Biografie gelesen, wie ich studiert habe. Doktor, nicht nur eine. Ich bin Benjamin Nein. Dr. Hendrix. Ja, so, ich darf summen. Na, verdammt. Ich darf summen. Was summe ich denn? Was summe ich denn? Konzentrat. Oh Gott. Oh Gott. Ja, was? Das geht. Das geht. Okay. Arthur Brown. Psch. Und jetzt war Feier, nicht Gott. I am the God, oh, ja. Nicht gucken! Ich guck doch nicht! Spoiler. Sind wir hier? Ach, Megadeth! Ja, voll! Boah, krass, dass es so doch so schnell ging. Oh, doch, so. So. Hätte auch die Symphonie der Verstopfung von JBO sein können. Oh, oh, oh. So! Nein. Danke. Geh ruhig Lachs vor. Ich Lachs vor. Scheiße, ich wusste! Shitty. Ist alles gut. Shitty. Nein. 3. Nein. Rock uns ein Karma etwas Schöneres als Jenny Rocken. Jenny beim Rocken. Ja, fuck you. Goethe. Schiller? Ja, hat der was rausgemacht jetzt? Die Band hört ihr auch nicht. Nein, in Schnails. Nee, kannst du knicken. Bin ich raus. Kann ich vergessen. Das erste Mal habe ich gehört, aber... Hört? Hört, ja. Ja. Wie geht das denn? Ihr hört Nine Inch Nails? Johnny Cash. Johnny Cash. Johnny Cash hat das gecovert. I hurt myself today. Okay, aber da stand nicht Johnny Cash drauf. Man hätte es wissen können. Bitches. Soft Skills sind das. Soft Skills. Sex, Drugs and Rock'n'Roll mit Slayer. Poser, Fan oder Scientist? Poser? Der Ben ist Poser bei Slayer! Boah, das mache ich gleich auch so laut. Poser bei Slayer. Das Album God Hates Us All erschien an einem geschichtsträchtigen Tag. Ja. Was genau geschah? Ja, 9-11. So 9-11 geschah da. Ja, gut, wir müssen hier noch kurz... Was? Die Angriffe auf das World Trade Center. Oh ja, der Fall der Berliner Mauer. Fall der Berliner... Ernsthaft? Okay. Das andere war Wind of Change. Ja, ich hab jetzt. Ich hab auch jetzt, ja. Der hat gecheatet. Nein. Das war der mit Knibbel da dran. Hab ich die ganze Zeit schon gesehen. Knibbel, weil der knibbelt. Knibbel. Nein, in Schnee. Bird hätte man machen können. Ich summe schon wieder. Wahrscheinlich hätten wir Johnny Cash gesagt. Das wäre natürlich. Gut, ich summe. Jetzt einmal leise. Oh nein. Was kommt jetzt? Oh Scheiße. Nightwish? Nein. Die werden hier nicht aufgeführt. So, könnte es sein, oder? Das wäre geil. Ich stell mal bei. Konzentrat. Ja, sorry, Konzentrat. O-Saft. Hast du Verstopfung? Nein, das hat man gerade. Mein Gott. Elbertesia? Niemand mag Elenthese. Ich glaube, die werden nicht aufgeführt, hat die Fresse. Ich kann jetzt auch so machen. Es summt sich viel. Also nimm den Riff. Es klingt. Boah, hab ich gar nicht weil vor. Du kannst auch Gestik machen so. Ja, das. Nimm Trampolin springen, das ist Dragonfall. Ja. Ja. Nein, es müsste. Es ist nicht so melodisch, wie ich das summe, das ist das Problem. Der ist nicht so nein, melodisch. Nein, schnellt! Ja, gut. One von Metallica. Nein. Es ist leider Hey Joe von Jimi Hendrix. Hey Joe. Der singt doch nicht Hey Joe. Denk, hey Joe. Okay, dann summ mal. Danke. Case closed. Okay. Keine 3. 50-50. Das hat keine Tonmelodie, dieser Computer. Nicht alles hier verrücken. Eben. Entschuldigung, dass wir so laut sind. Sorry, das war... Sommens was! Nein! Der Pirate ist auch dormen. Unter dem Meer! Das wäre... Okay. Disney Quiz. Jetzt hört zu! Rock Science Disney Quiz, ja. Leben nach der Mitternacht! Oh, Quiz! Ja! Juice Priest! Ich hab einen Song gerockt. Ich hab einen Song gerockt! Du hast nur geraten! Nee, du hast eher nur geraten gesummt, ja. Ich hatte No.
6. Sex, Drugs, Rock'n'Roll, Hammerfall. Passt irgendwie nicht, ist aber so. Oh, Hammerfall hast du ewig nicht mehr gehört. Nee. Wie viele Hammer fallen in den... nein. Hammerfall? Wie viele Hammer fallen in den Liedern? Was nimmst du denn für eine... Poser. Poser. Komm schon, das ist Hammerfall. Hammerfall ist hässlich. Hammerfall sind Poser oder was? Da nein. Da bist du voll drauf abgegangen. Nein. Früher. Bestimmt, ja. Sex, Drugs, Rock'n'Roll mit Hammerfall. Poser, in welchem Massively Multiplayer Online Roleplay Game MMORP wurde eine Stadt nach der Band benannt? Hammerfall. World of Warcraft oder Final Fantasy 11? World of Warcraft. Hammerfall liegt in World of Warcraft. Wir wussten, dass du ein blöder Nerd bist. So, haben wir WoW gespielt. Entschuldige mich nicht für Kunst. Wow. Für Kunst. Dauert ein bisschen, ja. meine Wenigkeit muss wissen. Mit Becher Genau, hier, sonst mit den Notaren. Das ist hier keine Frage. Rock this, rock tonight. Ja, egal. Wenn das jetzt ist, ne? Das wäre witzig. Okay. Okay, jetzt. Warte. Komm jetzt mal, Nirvana. Danke. Shitty. Lachs liegt hinten. Ja. Der ist schon fast um, der Lachs. Oh nein! Die anderen wurden sofort. Ja. 6. Sex, Drugs, Rock'n'Roll mit Slayer. Und was nimmst du? Ich hab schon gesetzt. Oh, jetzt kommt die Rache. Du nimmst Fan? Fan. Du nimmst nur Fan, damit ich... Egal, ob ich verliere oder nicht, ich nehme Fan. Yeah. Bup. Ja, ist gut, wir da vorher schon Wofür steht ja das... Ja, versteht. Wofür steht das Kürzel S.L.A.Y.E.R. Wenn man der Hülle des Albums Divine Intervention 1994 glauben darf? Also Slayer in Punkten gesetzt wie bei Wasp. Okay, also ich war 94 noch nicht geboren. Ja. Ganz genau. Du bist Barbie Girl gezeugt. Was muss ich jetzt erklären? S.L.A.Y.E.R. Ich verstehe den Battle nicht. Slayer, wie bei Wasp, immer mit Punkten hintereinander. Das ist auf einem Plattencover von Divine Intervention von 1994. Da ist das drauf. Wofür steht das da? Die einzelnen Buchstaben. Das ist ja ein bisschen viel. Du hast ja auch Fan genommen. Du hast gesagt, du bist ein Fan. Ja. 6 Wörter. Hat das gelogen? Ja, das war gelogen. Suicidal. Schade. Dann trinken wir den ersten Wort schon. Satan laughing as you eternally rot. Ah, Satan hätte man noch wissen können. Ja, hast du recht. Ja, was? Ja, wir hatten natürlich beide noch. Ja, eine sichere Nummer. Super. du musst Milchbecher. Spiel echt einen Laplace-Würfel. So. Ja, toll, 50-50. 5 ist falsch hier, du Arschkopf. Hier. 50-50, Mate. 50-50, System of a Down. Boah, wieso kriege ich die nicht? So eine Scheiße. Weil die kacken. Nein, die sind großartig. Was nimmst du? Scientist. Ist doch klar. What? Was ist denn 50-50? Ich kriege die Antwortmöglichkeiten vorgesetzt. Mit welchem Rapper arbeitet Bassist Shevo Odigian an einem Nebenprojekt zusammen? RZA oder RZA oder Dr. Dre? RZA? War das eine Frage oder eine Antwort? Das war eine Antwort. Ja, das ist absolut korrekt. Das Projekt trägt den Namen Achosen. Echosen? Echosen. Aber immer mit Z. Frikande? Yes. Frikande Special. Ich habe auch Yes gemacht. Gut, du gehst ein vor, ich gehe 3 vor. 1, 2, 3. Ich will auch mal Sessma oder fragen, Rammstein vor. Ich krieg nur Clash oder. Nee, das hätte ich nicht gewusst, muss ich sagen. Oh, die Hunde oder Scheiße. Meine Wenigkeit. Jetzt wirkt es wieder so, als ob das mega scheiße ist, aber. Ja. Hier. Ja. Song. Audio Slave. Audio Slave. Ich nehme Poser. Was? Du bist doch so. Ja, du bist aber echt. Du machst dich ja mal ein bisschen. Ich bin doch so ein Audio-Slave. Manpower. Moment. Sklave der Musik oder was? Okay, aber es ist echt schon, finde ich, für Poser hart. Das ist harter Poser. Harter Poser. Metal Horror. Alles gut? Ordne diese Songs nach ihrem Erscheinungsdatum. Shadow on the Sun und Be Yourself. Be Yourself ist auf dem Out of Extinction. Der Opener sogar. So. Nee, das weiß ich wirklich. Wen hast du da?
Deswegen hätte ich... Audioslave. Ist ja egal. Nach dem Erscheinungsdatum. Das ältere wahrscheinlich zuerst, denke ich mal. Bioslave ist das neuere, behaupte ich. Also erst Shadow on the Sun und dann Bioslave. Hoffe ich jetzt einfach mal. Das andere kenne ich ehrlich gesagt nicht. Du bist eine kleine Bitchy, du hast recht. Ja, wir haben dich richtig eingeschätzt, insofern. Eins. Beschwerst du dich eigentlich? Du kriegst Punkte. Ja, toll, ich krieg nur noch hin. Du bist eine Bitchy, ich krieg Punkte. Was ist denn hier los? Oh, zwei. Du kannst auch ruhig aufdecken hier. Nein! Album Deep Purple. Wann kommt immer Pain? Pain ist da nicht drin, da kann es von ausgehen. Oder Rob Zombie ist da auch nicht drin. Hypocrisy? Hypocrisy sind direkt neben Daimobogia. Oder Sabation. Sabation ist auch gut. Ja, gut. Oder Manova. Jetzt kommen wir auf den. Manova? Ja. Was? Powerton und Cyberwolf. Was? Album zu Deep Purple. Ja. Ich muss mich wieder outen, ich bin eine Pose. Alle Hasskommentare unter Jamie. Wie heißt das ungemein erfolgreiche Live-Album, das während des ersten Japan-Tournee der Band im Jahr 1972 entstand? Muss ich jetzt den Namen sagen? Ja, natürlich. Wie heißt das ungemein erfolgreiche Live-Album, das während des Konzentrat. Während der ersten Japan-Tournee der Band im Jahr 1972 entstand? Japan. Sagst du auch was? Japan! Big in Japan! Was? Wie heißt einfach, das? Einfach will, oder was? Wie heißt das? Japan! Das Mikrofon ist voll! Vergiss es! Bitte, wir sind ein Team! Heute Bitte. Nicht! Nein! Ich gewinne gerade! Und du verlierst! Japan! Japan ist schon nicht schlecht, ja! Na, Japan. Quatsch! Das ist Alpha Will! Guano Apes! Ich bin so. Made in Japan, verdammte Kacke! Du boxst mich nicht, du wusstest das nicht. Ich ja, weiß richtig gerade, dass du das nicht machst. Definitiv auch. Jetzt habt ihr die Ultimative. Wir haben die Waffe. Ah, die müssen, ja, die müssen wir jetzt hier auch wirklich jetzt mal drauf. So Gas geben. Achso, ich bin hier. Ja, du musst mich Rocker The Rolling Stones. Komm. Rocker mit Rolling Stones. Fan. Weiß ich nicht. Oh, welcher Gitarrist wurde tot in einem Swimmingpool gefunden, einen Monat nachdem er die Band im Jahr 1969 verlassen hatte? Brian Jones. Brian Jones, absolut richtig. Eins und zwei und... Man sieht! Also ich bin nur hier, um einzutrinken. Ist okay. Ist okay. Mir wurden 10 Euro die Minute bezahlt. Du darfst zwei. Dieses Video nicht veröffentlichen. Mal sehen. Album Metallica. Album Metallica. Album mit Metallica. Fan. Okay. Senkt Enger. Okay, okay. Entschuldige. Welches Album enthält den Song Hit the Lights? Hit the Lights. Kill 'em All. Right. Ja. Ich habe richtig geraten. Noch einmal und ich siege. Toll. Fan? Jetzt bin ich dran. Bisschen lasch, ne? Ja, ist echt krass. Mir auch krass. Was ist denn bei Scientist gekommen? Vier. Rocker mit This is Spinal Tap. Ganz am Ende meiner Zeiten. Ich fand den Bullshit. Was? Ja, ja. Schätzt du dich erstmal selber ein. Was? Poser. David ist der Leadsänger. Wie lautet der Name des Lead-Gitarristen? Nigel oder Derek? Nigel. Ja, richtig. Nigel Tufnell. Ich glaube, ich habe gesagt, dass ich das nicht weiß. Ich auch. Eins. Wow, du bist da hinten am Arsch der Welt. Du bist Hannover. naja, dann beende ich jetzt mal die Runde, wa? Nee. Schade, dass sie nicht wieder Hits und Songs. Album Ozzy Osbourne. Album mit Ozzy. Ich muss ja eigentlich nur Poser beantworten. Scientist! Meinst du, ich soll mit Scientist ja, übergehen? Pose ja, Pose so richtig am Ende. Ich geh auf No. Scientist, komm. Okay, Scientist! Yeah. Okay. Auf welchem Ozzy Osbourne Album ist Steve Vai als Studiogitarrist zu hören? Das könntest du sogar wissen. Wer nochmal? Steve Vai. Osmosis.
Das ist richtig. Oh, fucking Fußball! Eins, zwei, Polizei! Drei. Ja, wer ist nicht? Alles klar! Jawohl! Benne gewonnen und fast überrundet. Jawohl, ihr seht wunderbar. Ach nee, das war die Junior Zielsteins, alles gut. Ihr seht wunderbar, das Spiel macht eine Menge Spaß, auch mit Wein und Bier und Glas und ich weiß nicht was. Glas, super. Und keine Ahnung, ob ihr die Fragen beantwortet bekommen hättet. Was denkt ihr dazu? Ja, Spiel macht Spaß, definitiv. Manche Fragen sind ein bisschen speziell. Ja, also zu sehr in die Materie. Ganz ehrlich, ich finde, es fehlt im Bands. Es fehlt sozusagen die erste Erweiterung, ja, für Rock Science, dass man noch so ein bisschen ein Underground-Paket nachkaufen kann. Oh, du, so Stilpakete. Das ja wär's. Stop, ich möchte einmal für 4,94 das Thrash-Metal-Paket mit den, ja, Fragen. Also man kann auch noch mehr Geld rausholen. Oder wie sie es möchte, alles mit Peter Tedgren. Ja, eben. Uns hat es auf jeden Fall jede Menge Spaß gemacht. So viel zu unserem Special und zu unserem Gast. Boah, mein Gott, der Wein. Gastbro. Zu unserem Gastbro. Bastian? In Vino Veritas. Genau, in Vino Veritas. In Vino Veritas. Zum Wohle. Mal sehen, wie ihr das fandet. Bis dahin. Tschüss. Ciao.